Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Energie Cottbus gegen den Berliner AK. Herzlich willkommen an alle Pressevertreter, natürlich herzlich willkommen auch an beide Trainer. Auch bei uns hat der Gästetrainer Jörg Goslar die ersten Worte zum Spiel. Ja, dann will ich mal anfangen. Es gibt sicherlich Spiele im Rahmen der Saison, die für einen Trainer besonders einfach sind. Wir wissen alle, dass Energie Cottbus mit seinen Möglichkeiten und Strukturen sicherlich nicht, gerade auch mit ihren Fans, nicht in diese Regionalliga gehört. Ja, darum ist es was ganz Besonderes, dass wir diese Chance haben, dann in diesem Wettbewerb hier antreten zu dürfen und diesen Rahmen auch zu haben. Dafür haben wir auch letztendlich gesorgt, dass eben hier ein volles Haus war. Deshalb war das schon Ansporn genug für uns vorweg. Zum Spiel selber kann ich sagen, wir haben sicherlich gemerkt, im Vergleich zu den Spielen vorher gegen Hertha und gegen Babelsberg, wo wir mal früh geführt haben, dass uns ein bisschen die letzte Ballsicherheit gefehlt hat, da haben wir dann doch den einen oder anderen Fehler gemacht und haben Cottbus eben auch zu Möglichkeiten eingeladen, haben dann in der Phase auch Glück, dass da nicht so ein Gegentor fällt, wo man dann vielleicht in so einen Sturmlauf hineingerät. Das haben wir dann bis zur Halbzeit so weit gut weggekriegt, dass wir das eben die Null, die wir erreichen wollten, auch erreicht haben. Zweite Halbzeit konnten wir leider einen Standard vom Tor nicht verhindern, sodass eben da auch die Qualität von Victor Vetti dafür sorgte, dass wir dahergelaufen sind. Und dann ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, dass die Mannschaft jetzt schon so weit ist, sogar hier einen Rückstand aufzuholen. Das war eine unheimliche Charakterfrage, die diese Mannschaft super beantwortet hat. Mit dem 1-1 und vor allem der Tatsache, dass wir wechseln können mit der Villau zum Beispiel, wo wir auch noch weitere Entlastung reinkriegen. Und von daher war es sicherlich ein bisschen glücklich, zum Ende den 2 zu gewinnen. Das ist gar keine Frage, aber es spricht für unsere Stabilität innerhalb dieser Mannschaft und Standfestigkeit, an uns zu glauben. Und das ist eine gute Entwicklung, von daher nehme ich das gerne mit. Ja, ich glaube aber auch, dass Cottbus mit seinen Möglichkeiten hier seinen Weg weiterhin machen wird. Und den werden wir letztendlich auch machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Goslar. Pele, nach der ersten Halbzeit haben wir gedacht, okay, schöne erste Halbzeit, man hat auf die Tore gewartet, kam dann in der zweiten Halbzeit, aber am Ende dann doch 2-1. Für den Gegner. Wie siehst du das Spiel? Selber schuld. Bis zum 1-1 hatten wir, wenn es Situationen gab vom gegnerischen Tor, hatten wir die. In der ersten Halbzeit schon der letzte Pass manchmal, wo wir halt mit mehreren Spielern zwar im 16er waren, aber auf einer Linie, ein bisschen versetzt, wäre vielleicht schon das eine oder andere möglich gewesen. Ich glaube, wir hatten auch so eine Situation, die ähnlich so wie das 2-1 gefallen ist, wo wir dann auch nochmal eine Latte köpfen, wo wir auch schon, ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen muss 1-0 in Führung gehen. Haben wir beim 1-1 Kommunikationsproblem gehabt und deswegen ist das Spiel gekippt. Bis dahin konnte ich nicht feststellen, dass es war immer bemüht, auch immer den Blick nach vorne, aber wir waren organisiert, wir waren diszipliniert. Wenn was war, war es eine Standardsituation, wo wir vielleicht ein Vorspiel gemacht haben, wo man vielleicht auch nicht foulen muss, aber die haben wir dann gut verteidigt. Das war zumindest kein Standard, wo man sagen kann, der hätte auch reinrutschen können. Und das hatten wir in den letzten Wochen nicht, zumal in der Szene beim 1-1 halt eigentlich die beiden sehr erfahrenen Spieler das eigentlich normal unter Kontrolle haben und die haben sich aber falsch gecoacht. Und der Gegner hat es dann natürlich auch mit dem 1-1, mit dem Besic, schönes Abschlusstor, aber halt ärgerlich und selbst verschuldet. Und beim 2-1 eigentlich ein bisschen anders, machen wir die Dreieckbildung nicht, was eigentlich die Mannschaft voll drin hat und ist dann auch wieder bestraft worden. Gut, und dann haben wir es zwar versucht, aber hatten glaube ich dann auch keine Torchance mehr. Aber nochmal, finde ich die Leistung des Gegners schmälern. Das war ein gutes Spiel. Aber bis zum 1-1 war es eigentlich klar. Sowieso auch ein Freistoß, Torwart hält ihn gut, aber ein Abpraller von Benny über die Linie gedrückt wird, fand ich schon, dass wenn ein Tor fällt, dann die Seite für uns. Und umso ärgerlicher ist das, aber trotzdem möchte die Leistung nicht schmälern. Müssen das jetzt müssen jetzt frustriert sein und morgen wieder geht wieder weiter. Danke. Ja, soweit vielen Dank an beide Trainer. Gibt es Fragen? Wir haben ein Mikro im Raum. Ich habe eine Frage an beide Trainer.
Was bedeutet das jetzt mit Blick auf die Tabelle, insbesondere mit Blick auf ganz oben? Okay, erst Herr Basler. Ich werde es auch nicht müde, ständig zu wiederholen, dass mich diese Tabelle wirklich nicht interessiert. Ja, man muss sicherlich respektieren und akzeptieren, dass jener das gut spielt. Dazu kommt aber eben auch, dass da 5, 6 Verfolger sind, die alle auf Augenhöhe sind und sich gegenseitig bekriegen. Ja, von daher ist dieser Dreier heute für unsere Entwicklung sicherlich ein sehr wertvoller, aber halt für die Tabellensituation nicht zu bedeuten. Also ich glaube nicht, wenn jener mit 15, 20 Punkten Vorsprung im Winter Herbstmeister wird, dass die Saison beendet ist, sondern die geht ja weiter. Ja, und deshalb bleiben wir bei unserem Weg, Cottbus bleibt bei seinem Weg und dann gucken wir mal drauf, im Winter, wo wir stehen. Okay, jetzt an Peter Moll jetzt die gleiche Frage, wie er die Tabellensituation da oben momentan begutachtet. Unabhängig von der Tabelle, wir wollten heute gewinnen und ich glaube, dass das bis zum 1-1 absolut möglich war. Es war der richtige Weg, auch in dem Spiel, das Spiel so anzulegen. Wir schaffen es halt einfach nicht, unsere Situation, die auch dann da heute waren, schon im Vorfeld, vielleicht um ruhiger dann das Heimspiel zu werden. Und ist ja klar, irgendwann wird ein Fehler bestraft, hatten wir im letzten Heimspiel auch schon mal. Und heute gab es auch wirklich, es war ein reiner Kommunikationsfehler. Es war nicht, dass wir ausgespielt worden sind. Meier muss keinen Ball halten. Umso ärgerlicher ist das. Dann brauchen wir jetzt nicht anfangen. Hätte in der Situation, war beim 1-1 Kommunikationsfehler. Und das hat die Mannschaft dann auch ein bisschen enttäuscht gemacht, weil sie überrascht war, dass sie aus so einer Situation haben wir noch nie ein Gegentor bekommen. Einfach schade, aber das Leben geht ab morgen weiter und gleich auch noch und wir werden die richtigen Schlüsse ziehen. Okay. Weitere Fragen? Nee, ich dachte, das war nochmal ein Griff zum Mikro. Also dem ist nicht so. Dann für die Berliner Kollegen schönes Wochenende, für die Brandenburger Kollegen schönes verlängertes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.